die Generalprobe ist gelungen und wir, glaube ich, können mit Zuversicht auf die Radrennen zusteuern, weil wir wirklich toll unterwegs sind in der Organisation. Und die heutigen Bilder sind natürlich auch eine Werbung, nicht nur für das Tourismusland Tirol, sondern durchaus für die einheimische Bevölkerung, um mehr Lust auf das Radfahren zu bekommen. Begeisterung ist einfach schon groß, man kann das jetzt spielen, dieses WM-Finale geht los, die Leute gehen jetzt wieder auf aufs Radl, das ist ganz wichtig. Und wenn man gerade sieht, von klein bis groß, alles ist auf dem Weg und das ist genau das Wichtige, was wir jetzt da brauchen für die ich sag einmal, Bewusstseinsbildung dann für die Rad-WM. Ja klar, eine Generalprobe, weil wir ja doch viele Strecken des Straßenrennens heute auf dieser Etappe fahren. Auch eine Generalprobe für die Exekutive, die großartige Arbeit leistet, gemeinsam mit den Feuerwehren und mit den Behörden im Land Tirol. Ja, das schaut so aus. Also wir haben ein permanentes Begleitkommando bei der Tour auf der Alps dabei. Und das setzt sich zusammen auch heute aus 6 Fahrzeugen und aus 16 Motorrädern. Ich wünsche mir, dass wirklich diese Begeisterung, die im Radsport international da ist, dass diese Begeisterung auch auf das Land Tirol überspringt und dass wir wirklich das Thema Rad, das Radland Tirol hier mit voranbringen.